So, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo, herzlich willkommen. Ich muss erstmal noch eine Frage suchen. Super, gut vorbereitet. Blauwale im Koi-Teich oder was soll das heißen? Blaue Kikukuriyu. Züchten. Okay. Ah, das ist gut, ja. Okay. Toll, wenn du gut vorbereitet bist. Du bist aufs Bloggen so vorbereitet wie ich früher in der Schule. Katastrophe. Ja, eine Frage von Günther. Liebe Melanie, hallo Herr Kamera. Ich möchte meine Filteranlage, mehrere Behälter mit Filtermedien in Reihe geschaltet, im Frühjahr überholen und dabei die Anschlüsse erneuern. Das heißt, ich schalte den Filter für ca. 2 Tage ab. In dieser Zeit lagere ich das Filtermedium in einem separaten Behälter mit Teichwasser, allerdings ohne Teichanbindung. Meine Frage, stirbt hierbei ein großer Teil der Filterbakterien ab oder kann man es vernachlässigen? Was ratet ihr mir? Ja, lieber Günther, also das geht durchaus. Wichtig ist immer, dass die Bakterien nass bleiben und dass sie ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Also das Becken sollte auf jeden Fall belüftet werden. Bloß nicht auf die Idee kommen, da in das Becken noch Futter reinzuwerfen. Das machen viele, aber im Futter ist ja kein Ammonium gespeichert. Im Futter ist Eiweiß. Da wird es wieder ganz spezielle Bakterien brauchen. Und dieser Prozess heißt Ammonifikation, dass Eiweiß in Ammonium umgebaut wird. Aber in 2 Tagen wird dieser Prozess nicht passieren. Ganz im Gegenteil, das Filtermaterial wird dann durch die ganzen Kohlenhydrate und den ganzen anderen Kack im Koi-Futter wird dann im Prinzip belastet und das bringt überhaupt gar nichts. Also in der Regel, wenn die Temperaturen nicht zu hoch sind, wobei das spielt eigentlich gar nicht die große Rolle, wenn die Bakterien nass bleiben, feucht bleiben und gut belüftet sind, geht das. Ganz wichtig ist, das muss dunkel abgedeckt sein, die Bakterien sind gegen UV-Licht sensibel, sehr sensibel sogar, deshalb auch alle Filter bitte immer schön dunkel abdecken, weil dass sie UV-sensibel sind, wissen wir ja durch den Einsatz von UV-Lampen bei unserem Koi-Teich, hat ja nicht nur den Zweck, dass die Algenblüte vernichtet wird, sondern auch die frei im Wasser schwimmenden Bakterien, frei im Wasser schwimmenden Bakterien werden auch abgetötet und genauso ist es mit den Filterbakterien unter Zugegensein von Sonnenlicht. Also das ist wichtig. Ich persönlich würde nicht den Aufwand machen, ich würde mir Filtermedienbehälter besorgen und würde einfach die in den Teich werfen, auch da dann gucken in einem Bereich und vielleicht eine schwarze Folie drauf, dass nicht allzu viel Sonnenlicht drankommt oder gar kein Sonnenlicht. Funktioniert genauso und dann haben die ja auch wieder das Ammonium, was die Fische abgeben und das Teichwasser, ich weiß jetzt nicht, welches Verhältnis Teichgröße auf wie alt ist der Teich, also wie viel Beschlag habe ich auch an den Wänden, der eine gewisse Menge Ammonium aufnehmen kann. Volumen zu Fischen und dann das Filtermaterial noch drin, sorge ich vielleicht auch dafür, dass sich das Wasser in der Zeit des Umbaus im Teich nicht wirklich nachhaltig verschlechtert. Also so würde ich es machen. Aber wirklich Bakterien bei gleicher Temperatur in ein gut belüftetes Becken umsetzen, auch ohne Nahrung, machen die schon einige Tage mit. Braucht man keine Angst haben. Und wenn ich jetzt, darf ich noch was fragen? Wenn du vorher die Hand streckst. Wenn ich jetzt die Bakterien in einem geschlossenen kleinen Volumen habe mit wenig Wasser, wie schnell wird sich die Carbonate aufzehren? Ich meine, durch das Belüften treibe ich ja auch CO2 aus, aber meinst du, dass wenn ich jetzt nur so viel belüfte, dass die Bakterien ausreichend Sauerstoff haben, dass ich dann innerhalb von 2 Tagen einen sehr niedrigen pH-Wert bekommen werde, sodass das vielleicht am Ende dann das Todesurteil für die Bakterien ist? Oder wie schnell? Also was Melanie gerade meint, ist, die Filterbakterien zehren ja Calciumcarbonat aus dem Wasser, also die Carbonathärte zehren sie ja, weil sie für ihre Zellteilung den Kohlenstoff über die Carbonathärte beziehen. Allerdings, und das hat sie jetzt leider bei ihrer Betrachtung vergessen, das ist grundsätzlich richtig, durch das, dass die Bakterien ja keine Nahrung kriegen in dem Moment, haben sie auch keinen Grund für die Zellteilung, also vermehren die sich auch nicht. Das passiert immer nur, wenn wirklich viel gefüttert wird oder wenn überhaupt gefüttert wird. Und da das in dem Fall nicht der Fall ist, ist ein Absturz der Carbonathärte ist praktisch in 2 Tagen ausgeschlossen. Würde man die Fische jetzt auf oder das Filtermaterial auf kleinen Raum packen und jetzt wegen mir mit Ammoniumbicarbonat noch füttern, dann würde es natürlich passieren, dass sie die Carbonathärte von dem wenigen Wasser, was in so einem Becken ist, das sind ja, wenn das Filtermaterial drin liegt, häufig nur noch ein paar hundert Liter, dann würden die wirklich die Carbonathärte aus dem Wasser ziehen, was dann wiederum zum Abstutzen des pH-Werts führt und unter pH 6 sterben auch die Filterbakterien. Ist in der Theorie richtig, in der Praxis fehlt aber der Nährstoff für die Bakterien, das Ammonium, das Nitrit, dass sie überhaupt einen Grund haben, sich jetzt auch in ihren Kolonien, ihrer Koloniezahl zu vermehren und deshalb findet auch dieser Prozess der Entkalkung eigentlich nicht statt. Also das funktioniert recht gut, muss ich sagen, wenn man das einfach in einem Becken tut und gut belüftet. Habe ich auch schon öfters praktiziert. Okay.
Also, vielen Dank, Günther, tolle Frage. Übrigens, die Frage war schon älter. Günther ist der mit dem 1000-Euro-Filter. Und scheinbar hat es alles gut geklappt, weil wo wir zum Blocken dort waren, gab es kein Theater. Ach, du warst nicht dabei. Nein. So, in diesem Sinne, bis zum nächsten Blog. Danke. Ciao. Tschüss.